Eine Arbeitsplattform, die flexibel wie eine Leiter, aber sicher wie ein Gerüst ist. Die stellen wir Ihnen heute vor bei Betriebseinrichter TV. Mache ich aber nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen, und zwar Höpke Thomsen, Produktmanagerin bei der Firma Zages. Hallo. Hallo. Frau Thomsen, Sie haben uns etwas mitgebracht aus der Familie Zapp. Das ist eine Produktlinie bei Ihnen, bei Zages. Worum handelt es sich da genau? Mhm. Also ZAP steht für Zages Arbeitsplattform. Mhm. Ja, es ist, ist die Lücke zwischen einer Leiter und einem Gerüst und schließt diese Lücke eben. Mhm. Und wir haben hier vier Produkte in dieser Familie derzeit. Und das ist jetzt hier die ZAP-Montageplattform. Okay. Mit dieser Montageplattform, haben Sie gerade schon gesagt, haben Sie die Lücke zwischen Leiter und Gerüst geschlossen. Mhm. Es ging eine ganze Menge technischer Entwicklungsphase voraus. Mhm. Sie haben mit einem schwedischen Bauunternehmer zusammengearbeitet und haben praktisch überlegt, ja, wo sind die Probleme am Bau und wie können wir diese Probleme lösen? Zum Beispiel, ein großes Problem ist immer zeitaufwendig, dass man die Rollen einzeln montieren und feststellen muss. Das heißt, viel Zeit geht verloren, wenn man um die komplette Plattform rumlaufen muss. Da haben Sie eine ganz einfache, aber eine ganz tolle Lösung gefunden. Ja, es galt eben ein sicheres Arbeitsmittel für diesen schwedischen Baukonzern zu schaffen, was eben diese Zeitersparnis bringen sollte. Es war dann eben, um dieses Herumlaufen ums Gerüst sich zu sparen, die einzige Möglichkeit, eine Zentralbremse einzubauen und natürlich die Sicherheit zu erhöhen durch eine wirklich komfortable Treppe. Wir sehen es hier. Die lässt sich einfach aushängen. Ja. Und die Zentralbremse, wir sehen, es schiebt sich jetzt. Genau. Ja, auch bei Trockenbauarbeiten oder so. Man muss halt viele Meter machen und immer wieder ums Gerüst rum. Man ist flexibel. Wir rollen, bremsen. Genau. Und wie gesagt, hier ist die Zentralbremse. Und man sieht, es steht. Mhm. Und die Sicherheit ist natürlich gegeben durch diese komfortable Treppe. Ich habe hier auch beidseitig ein Geländer und kann dann sicher mit dem umlaufenden Geländer von oben arbeiten. Sozusagen auf dem Catwalk von Betriebseinrichter TV. Genau. Ja, man ist mit der Montageplattform sehr flexibel, wenn sie zusammengeklappt ist. Da kann man sie nämlich ganz leicht und locker transportieren. Mhm. Und der Vorteil ist, man muss jetzt auch nicht jedes Rad einzeln lösen, sondern mit dieser Zentralbremse ist ganz einfach, die auch wieder zu lösen. Das geht nämlich wie? Ja. Einfach kurz anheben, es ist wirklich nicht schwer und es lässt sich halt wieder schieben. Ja? Und will man wieder arbeiten, einfach draufdrücken und es steht. Mhm. Was man noch beachten sollte, es gibt drei verschiedene Höhenpositionen, was die Plattform an sich angeht. Genau, wir haben hier die oberste eingestellt, man geht dann hier die Stufe hoch, man hat hier die mittlerste, da geht man halt gerade durch oder wie gesagt, an der zweiten Sprosse, dann tritt man wieder nach unten. Mhm. Ja. Viele Zuschauer werden sich vielleicht ein bisschen wundern. Die werden sagen, die Firma Zages, die kenne ich eigentlich ursprünglich nur von den Kisten. Aber nein, das ist eigentlich auch so Ihr Kerngeschäft. Genau, also Steigtechnik heißt es bei uns. Wir bieten eben nicht nur Kisten an, sondern auch Steigtechnikprodukte und gehen dann auch noch den Schritt weiter bis zu den Speziallösungen für Bahnbereiche und so weiter. Sogar die Windturm-Innenausstattung machen wir. Also es ist ein großes Spektrum, was Zages anbietet. Alle Produkte aus Aluminium. Wie gesagt, das ist unser Kerngeschäft, da kommt Zages her. Und das ist auch sehr erfolgreich. Wir haben es gesehen, ist wirklich eine super Idee, super kreativ umgesetzt, trotzdem robust, trotzdem sicher. Sicherheit steht im Vordergrund. Genau. Vielen Dank, Frau Thomsen, dass Sie bei uns waren. Danke. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Betriebseinrichter TV.